Erik Engeler, nach dem 2:1 hier bei Borussia Dortmund erstmal herzlichen Glückwunsch zu einem unglaublich umkämpften Auswärtssieg. Bevor wir zum Spiel mal reingehen, ein Wort einmal zur Atmosphäre, weil das war quasi ein Heimspiel. 2800 Osnabrücker hier auf dem Dienstagabend im Westfalenstadion. Wie hat es sich angefühlt? Ja, wie du sagst, wie ein Heimspiel. Es war unfassbar, was die Fans da geleistet haben. Hat Spaß gemacht, in der Arena zu spielen. Und ja, das Gefühl war wie ein Heimspiel. Und das hat man nicht alle Tage. Und mit dem Sieg ist nochmal schöner. Und Erik Engelhardt macht weiter da, wo er aufgehört hat, nämlich mit Tore schießen. Beschreib doch mal deinen Treffer zum 1:1 nochmal. Ja, Noel hat es gut eingeleitet, dann auf Omar über rechts gespielt. Und dann spielt er einen richtig geilen Ball zu mir. Ich halte meinen linken Schlappen und er geht ins lange Eck. Also, wenn es läuft, dann läuft's. Und umso schöner für uns. Aber eben schon eingangs gesagt, ein ziemlich umkämpftes Spiel. Ihr musstet an Mannschaft heute alles reinwerfen. Ja, auf jeden Fall. Wir wussten, es war nicht einfach. Die Dortmunder haben schnelle Jungs, schnelle, hungrige Jungs, die gern kontern, und das haben sie auch genutzt. Ja, am Anfang haben wir da so ein Tor bekommen, nachdem wir an die Latte geschossen haben. Und ja, das war, wie du sagst, das hart umkämpfte Spiel. Aber wir haben es eindrucksvoll, haben wir das geholt. Und am Ende, wie Heidi das Ding da rausholt, das ist einfach phänomenal. Und ja, der Sieg war unterm Strich, glaube ich, schon verdient. Ich wollte fragen, geht der größere Dank am Ende hinten raus an Heidi oder an Pippo? Der hat ja auch noch ziemlich stark gehalten. Ja, beide. Es war unfassbar, was die beiden da geliefert haben. Aber das ganze Team hat richtig gut gearbeitet gegen den Ball. Klar gab es ein paar Phasen, wo wir ein bisschen nach hinten arbeiten mussten. Aber wir haben es gewusst und wir haben es angenommen. Und wir haben den Kampf angenommen, am Ende dann die 3 Punkte zu holen, egal wie. 28 Zähler, Platz 8, am Wochenende nach Duisburg. Kurzer Vorausblick. Ja, was für ein... Ja, wir gehen dahin, um 3 Punkte zu holen, ganz klar. Wir wissen, dass Duisburg auch eine abgezockte Mannschaft ist, und wir dürfen jetzt kein Ding weniger machen, weil wir sind jetzt im Flow, das müssen wir nutzen, und Duisburg schenkt uns auch nichts, und das haben wir im ersten Spiel da auch gesehen, dass die auch was können. Und ja, jetzt schauen wir mal, jetzt genießen wir erstmal den Sieg und dann hauen wir die Duisburger weg. Schöne Rückfahrt, wir sprechen direkt, danke. Gerne.